Was geht ab, du nicer Mensch? Herzlich willkommen zurück bei der Futterne. Ich zeige dir heute, wie du in nur 20 Minuten dieses völlig gottlose Calamares Fritos Bocadillo zauberst. Einfacher wird's nicht, ne? Na, komm, wir haben keine Zeit! Hast du Bock auf Kochen oder was? Ja, ich freue mich wie ein Schnitzel, du. Falls du nicht weißt, was ein Bocadillo ist, das ist spanisches Kulturgut. Du brauchst halt übertrieben wenig Sachen für ein übertrieben geiles Endergebnis. Das Einzige, wo man ein bisschen verkacken kann, sind die Calamares, aber du hast ja mich. Ich zeig dir schon, wie das geht. Lass es uns tun! Wir starten mit der schönsten Nebensache der Welt, nämlich dem Bier. Teig. Ich habe Teig gesagt. Ja, Birgit. Mengenangaben kommen natürlich wieder in die Videobeschreibung. Wir vermischen Bier. Am besten ein dunkles, einfach weil das eine schönere Farbe gibt. Mit Weizenmelanie. Und da ist eigentlich im Prinzip egal, welches Mehl du nutzt. Ich habe jetzt hier dieses Typ 405. Falls du nicht weißt, was das bedeutet, das ist einfach nur der Lichtschutzfaktor. Natürlich muss das Ganze auch noch mit Rheinland gesalzen werden. Mit Christoph da einen Schneebesen rotieren lassen. Easy. In der Zwischenzeit ballern wir schon mal das Öl zum Frittieren in die Pfanne. Nimmst du einfach Sonnenblumenöl. Hier steht zwar Erdnussöl drauf, aber das ist einfach nur mein gefiltertes Frittierwasser, hätte ich fast gesagt. Frittieröl. Sag mal! Oh, ja, Safari. Komm hier rüber. Calamares in dicke Schneidenscheiben. Macht sie nicht zu dünn, sonst ist es einfach nicht geil. Und Biggie, was isst du heute? Ungefähr so sollte das Ganze im Minimum aussehen. Es ist wirklich ein super simples Rezept und ich liebe simple Rezepte. Rein in die Olga. Jetzt wird das Ganze hier im kolumbianischen Mehl gewendet. Zack. Und dann kommen die Jungs einfach auch schon in den Bierteig. Zack, zalapp. Ordentlich durchziehen den Bums. Während wir das Öl schön heiß werden lassen, was wir auf jeden Fall brauchen, weil die Calamares sollten nicht länger als eine Minute frittiert werden, maximal anderthalb, machen wir uns eine super schnelle, aber super effiziente Ajonesa. Wir nehmen einfach Mayonnaise. Natürlich könntest du die Mayonnaise auch selber machen, aber es darf halt auch einfach mal schnell und einfach gehen. Mayonnaise rein, Petersilie, runterhacken, schnippetudu, reiner damit, Knoblauch, 2 Zehen Minimum. Einfach hier schön einmal rein erpressen das Ganze. Zack, eine Fidruszucht, das Ganze ordentlich verrühren, fertig. Träumchen. Einfach ein Träumchen. So, Öl ist auf jeden Fall fast schon ein bisschen zu heiß, aber ist egal. Ich mach das jetzt trotzdem. Weil wie gesagt, wir wollen das hier nicht wirklich in die Länge ziehen, einfach weil die Calamares dann zäh werden. Bisschen schütteln, schön in Bewegung bleiben. Boah, ist geil. Dann nimmt euch einen Zeffer, fischt ihr die Hugos da raus, lasst sie abtropfen, damit sie nicht so feucht sind. Boah, wunderschön. Wunderschön. Sehen sie perfekt aus? Nein, müssen sie auch gar nicht. Das Ergebnis ist wichtig und das wird brutal, Bruder. Einfach aufschneiden den Hugo. Noch ein Schuss Limon. Ach komm, was soll der Geiz? Extra Ajonesa. Fertig. Gürten. Jetzt abspeichern und definitiv mal nachmachen.